Junge, der Frischluft und Mikroabenteuer auf diesem Kanal beschäftigt. So, wir haben jetzt hier alles ordnungsgemäß wieder erledigt, aufgegessen, Bäuerchen gemacht, Windeln gewechselt und ganz wichtig, den Platz verlassen, wie auch vorgefunden wurde. Tela hat erstmal den Akku aufgeladen, die startet hier schon mit dem Wheelie durch. Ich bin schön, ne? Oh, Torben. Oh. Torben sagt, er ist schön, weil ich ihn die ganze Zeit filme. Ja, natürlich. Du bist der Beste, du kannst ja auch nur gut aussehen, bist ja vor mir. Kurz und einfach eine gute Zeit zu haben. Wenn ihr Lust dazu habt, seid ihr herzlich eingeladen, uns zu begleiten. Es grüßt das Team. Leute, das ist hier richtig schick, ist halt hier. Wahnsinnsgegend. Weil die auch auf alle Beteiligten Rücksicht nehmen, dann kriegen wir mit Sicherheit auch was, noch nicht so furchtbar schwierig dann ist. Wir machen ja regelmäßig jedes Jahr. Einmal, nicht sogar zweimal. Kannst du ja einfach tun. Aber du hast recht, Malte, es war eine gute Entscheidung hier zu gehen. Das sieht da hinten interessant aus. Ja. Irgendwas ist da. Wir müssen gleich irgendwo über so eine Brücke, einen reißenden Fluss müssen wir überqueren. Das wird sehr spannend. Ich habe kein Paracord zur Mannschaftssicherung dabei, aber... Ich lasse schon mal die Schwimmflügel auf. Ja, ja, ne? Also wir haben ein Amphibienfahrzeug dabei. Zur Not werden wir dann aus dem Wasser geborgen. Das Engine mir wieder in die Hacken fährt. Aber werden wir dann merken, dass wir machen. Guck mal, Torben, da kniet einer. Da hockt einer. Ich hab Respekt vor dir. Was machen Sie hier? Sammeln Sie hier Euros ein, oder? Ich suche nach meiner Eichel. Guckt euch an, wie genial das hier ist. Dann gibt jetzt doch auf den Zettel gucken. Malte, Sie gucken auf den Zettel, den wir gefunden haben. Bin gespannt. Ja, aber guck mal da hinten wieder hoch. Ja, da halte ich jetzt nicht die Kamera drauf, da mache ich das Foto von einem Blender rein. Ja, wir sind jetzt hier an der Tippgemühle. Hallo. Hallo. Es gibt einfach keine Bank hier, ne? Wie man hierher gehen. Bis nach, bis zum Herrn. Leute, das ist doch mega hier, ey. Schon schön hier. Ja. Alte Mühle. Absolute Empfehlung. Muss man mal gesehen haben. Mit dem Wasser hier so. Ich würde ja Werbung machen für irgendwelche Getränke. Holy shit. Aber mir bietet ja keiner an, diesen Astralkörper zu vermarkten. Trotzdem Prost. Holy shit, Leute. Ging runter wie Öl, ne? Ja. So, genau. Nächste Pause erledigt. Platz sieht wieder aus wie vorher.
Ne? Besser als vorher. Ja, richtig geil sah eigentlich aus, als wie hier war. Stimmt. Ne? Muss man fairerweise sagen. So. Guck, die Ela gibt schon wieder Gas. Wir sagen ihr erst, wenn sie hinten am Berg wieder hochgefahren ist, dass die falsche Richtung ist. Aber weiter geht's. Schwein mir nicht an, du. Ja, hat auch gesagt, ne? Schwein mir nicht so. Also hier ist wirklich ein super schönes Fleckchen Erde. Und vor allen Dingen, das geht teilweise. Das ist relativ ruhig, also Wahnsinn. Ja, ich tue es nicht. Gut, so ein paar Touristen hier, die hat man hier überall, aber die verhalten sich ja noch recht ruhig. Nicht, dass du da Kontrolle verlierst. Warte mal, da lang geht's nicht, ne? Zufällig, oder? Ja, nicht wirklich. Runter. Sicher? Ja. Kannst da vorbei sehen. Da kommst du nicht so drauf rein. Ja, nicht, dass du die Kontrolle hier verlierst. Ne? Weil das ist hier ganz schön. Ja, vorsichtig. Hallo. Das ist aber gemeint. Das ist jetzt ein bisschen tricky hier. So, wir sind jetzt hier unten nach einem dramatischen Abstieg. Sylvester Stallone, bei Cliffhanger hätte es nicht besser machen können, am Fulbach angekommen und das ist ja einfach traumhaft. Also das Wasser, glasklar, fließt hier so langsam vor sich hin und man sieht hier die einzelnen Bäume, die hier so reinfallen. Also top, ein wirklich lohnenswerter Spot. Ja, und jetzt sind wir hier am Fulbach. Nach einem leichten Abstieg für uns, für Dark Angel, war das ein bisschen tricky. Für den alten Mann da vielleicht auch. Alter Mann am Arsch. Ja, nipps ihn von ihm. Da hockt ein Mann am Ufer. Ich hab euch alle drei schon. Wie so Cowboy. Also, nächstes Mal müssen wir unseren Börne mitnehmen. Der könnte da unten erstmal hier rein und dann erstmal ein bisschen aufräumen, eine Wohnungsauflösung vornehmen. Ne? Ach Leute, das ist so herrlich hier. Ne? Ich möchte am liebsten gar nicht nach Hause. Aber. Ja? Was nützt das? Wir müssen wieder arbeiten. Manuela wartet zu Hause. Trotzdem ist das hier richtig schön. Also, ich weiß nicht. Ich kann den Mann in den Bergen immer weiter verstehen. Wir müssen uns einfach auch einen Grizzly anschaffen. Und einen Esel Nummer 7, Nummer 8, wie auch immer. Egal. Dieser Weg ist wirklich schön. Recht schmal, aber es hat natürlich ein bisschen Probleme. Es ging einmal sehr stark bergauf und viele Wurzeln. Kam Ela mit ihrem Schopper nicht so durch, aber das Schöne ist, wenn man in der Gruppe ist und alle mit anfassen, dann kann man hier alles schaffen. Und das ist das, was zählt. Alle zusammen und dann geht das. So. Jetzt noch mal einmal hier ein bisschen bergauf.
Aber das hätte Meinecke jetzt nicht besser gemacht. Meinecke. Stefan von Survival Deutschland. Also, wir haben uns jetzt hier durch das halbe Flurbachtal gekämpft, aber irgendwie scheint das nicht besser zu werden. Wir versuchen jetzt mal uns so ein bisschen durch den Wald zu schlagen. Da ist eine Straße. Das dürfte kilometermäßig ein bisschen weiter sein, aber dass wir zumindest besser wieder vorwärts kommen, weil das geht hier in einer Tour rauf und runter und dann den Schopper, das ist echt Knochenarbeit. Ja, soll ja auch Spaß machen, ne? Ja, der Spaß macht das schon, ne? Aber ganz ehrlich, wir müssen auch irgendwann vorm Dunkel werden hier aus dem Wald raus, ne? Oder hätte ich zumindest ganz gerne. Was? Ich hätte dich jetzt fangen können. Oh. Mach keinen Scheiß, im Sitzen. Junge, Junge. Ich merke, wie rutschig der Weg gerade wird. Da kam aber auch alles zusammen an der Stelle, ja. Torben. Da waren Blätter und eine Wurzel. Und jetzt haben wir uns hier für den Weg einen Alternativweg entschieden. Der führt hier so über so eine Wiese, so eine Wildwiese. Aber es riecht schön nach Wald hier. Torben hätte sich fast auf den Arsch gelegt. Hier ist es rutschig. Ich bin gepolstert, alles gut. Ja, trotzdem, ne? Fast. Aber durchzählen. Eins. Angel kommt auch vorwärts. Zwei. Drei. Sind alle vollzählig. Okay. So. Wie der hier so runtergedrückt ist, da war bestimmt schon einer drin. Können Sie nur noch keine Landminen drin sind. Hier ist ja jetzt so ein militärischer Sicherheitsbereich. Keine Ahnung, was dahinter ist. Da muss ich mal den Markus fragen. Interessant finde ich, aber viel mehr interessant. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier auf der Kamera sieht. Ne? Dieser Mörderzaun, der was hält hättest du jetzt gemacht, wenn der hält keinen ab. Bestanden hätte? Dann hättest du jetzt da gelegen. Breakdance. Ne, also dieser Zaun hält keinen ab. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Also, ich weiß nicht, was sie hier machen. Aber vielleicht frage ich auch mal den Joscha. Der weiß das bestimmt. Ah, der Papa. Ja, jetzt sehe ich ihn auch. Hier ist der Kommandant. Ich gehe jetzt mal gucken, was mein Bunker so macht. Ah, Scheiße, es ist kein Bunker. Ey. Ich zeige euch. Kanalisation, oder? Ja, der Kommandant macht das. Also. Kanalisation, kommt nur auf der anderen Seite. Ja, durchkriechen. Ist ein Gitter vor, ich bin zu fett. Ist ein Gitter vor, bin ich zu fett für. Frage, aber da ist ein Gitter vor, der Kommandant hat ein Gitter entdeckt. Oh, jetzt haben wir noch gesehen auf der Karte, dass es da irgendwie keinen Übergang über den Fluss geht. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, ob wir hier noch wieder so passend rauskommen, bevor es dunkel wird. Huiuiuiuiui. Also hier sind wir jetzt auf so einer Brücke. Ist schon schön, wenn man hier so über den Fluss. Ach, das ist der Selfie Point, ne? Ja. Vielleicht kann ja mal einer sagen, was das hier ist. Es hängt irgendwie eine Antenne dran. Ich habe keine Ahnung, wofür es ist. So Leute, wir haben es dann auch wieder geschafft, auch wenn wir uns ein bisschen verfranzt hatten, ein bisschen das Ganze unterschätzt haben. Wir sind zurück am Auto. Als Fazit muss ich sagen, einwandfrei. Also es ist nicht die leichteste Tour, je nachdem wo man hergeht, muss man dabei sagen. Festes Schuhwerk, ganz hilfreich. Kinderwagen, nein. Rollatoren, auch schwierig. Es kommt halt ein bisschen darauf an, wo geht man her. Aber ansonsten eine wirklich super Tour. So für einen Tag kann man sich hier wirklich super aufhalten. Und ja, den Kanal von Kevin, den verlinke ich natürlich auch. Und da könnt ihr ja mal gucken, unsere Sichtweise von unserem Video. Kevin wird seins auch veröffentlichen und dann könnt ihr euch die besten Sachen dabei raussuchen. Ja, und dann das Übliche, ihr kennt das, Abo, Like. Liebe dalassen, ne? Muss ich euch nichts sagen, ihr seid alter Hasen.
Ja, schönen Dank an die beiden, dass sie uns hier so schön mitgenommen haben. Wenn wir hätten, schön, dass ihr uns, ja, und wir uns gegenseitig begleitet haben. Ja, sehr gerne. Warte mal, ich schalte mal noch mal einmal nach vorne, einmal an Jela. Also wir hatten Spaß. Perfekt. Kann man nichts anderes sagen. Keiner hat geweint. Keiner hat sich verletzt. Ja, alle haben überlebt. Ja, wir hatten viel zu lachen. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten Würstchen, wir hatten Frikadellen, wir hatten Brötchen. Richtig. Was will man mehr? Alles klar. So, bis dahin. Bleibt uns treu. Tschüss, sagt Malte von Operation Münsterland. Und Tom. Und natürlich die anderen beiden. Tschüss. Genau. Tschö mit Ö.